Ja, hallo, lieber erkältete Grüße hier aus Japan. Und jetzt hat mich doch irgendwas erwischt, irgendeine Seuche. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe kein Fieber. Wenn ich kein Fieber habe, gehe ich auch nicht zum Arzt. Ich habe mir aber ein paar Tage freigenommen, um mich auszuruhen. Und jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit für so ein Video. Und ich habe mir gedacht, passend zu der Situation, und zwar Krankenversicherung hier in Japan. Heute mit Maske, es tut mir leid, ich will die ganzen Bakterien hier nicht im Zimmer verteilen, ich will nicht, dass meine Freundin sich erkältet, weil die Japaner auch erkältet zur Arbeit gehen, auch schwer erkältet zur Arbeit gehen, mag ich nicht. Aber ich bin kein Japaner, deswegen bleibe ich zu Hause. Ja, jetzt fühle ich mich wie so ein maskierter Superheld. Ich bin, oh, ich bin der Hairman. Ja, der Hairman erzählt euch heute von der Krankenversicherung hier in Japan. PS, das ist auch so ziemlich weit verbreitet unter jungen japanischen Mädels. Sie sprechen von sich immer in der dritten Person. Zum Beispiel: Hey du, wie geht's dir? Was machst du denn heute? Also, dem Acrid-Drop geht's nicht gut. Er ist erkältet. Er macht heute gar nichts. Ja, das ist so typisch unter jungen Mädels hier in Japan. Wie dem auch sei, Krankenversicherung hier in Japan. Ich weiß, das ist so meine persönliche Meinung, vor allem zu Punkt 1. Das ist die 30-70-Regelung. 30% bezahlt ihr, 70% bezahlt die Krankenversicherung. Einige könnten sich jetzt denken, naja gut, ist doch gar nicht so schlecht. Ne? Besser als gar nichts. Stimmt, im Vergleich zu anderen Ländern, wo es keine Krankenversicherung gibt, ist es echt top. Aber ich bin ein verwöhntes deutsches Kind. Deswegen, Krankenversicherung muss bei mir alles bezahlen. Man bezahlt Geld für die Krankenversicherung, also soll sie gefälligst auch alles bezahlen. Das ist meine Meinung dazu. Ich bin da ein bisschen sturköpfig. Deswegen bin ich mit dem Punkt hier in Japan nicht zufrieden. Punkt Nummer zwei. Diese 70% von der Krankenversicherung sind gedeckelt. Das heißt, nur bis zu einer gewissen Grenze. Ich weiß jetzt nicht, ob die Krankenversicherung irgendwie für Region gilt oder für ganz Japan, diese staatliche. Aber auf jeden Fall ist es irgendwie bei 600.000 Yen, also ungefähr 600.000 Yen, also ungefähr 6.000 Euro, genau. Und das heißt, wenn ihr eine Rechnung von 1.000 Euro habt, ihr müsst nur 300 Euro bezahlen, die Krankenversicherung 700 Euro. Das ist eigentlich okay. Aber trotzdem müsst ihr Geld bezahlen. Wenn ihr irgendwas Schweres habt, ich weiß nicht, offener Beinbruch mit OP und so weiter und so fort, kostet 10.000 Euro. Ja, 3.000 Euro bezahlt ihr, 7.000 Euro die Krankenversicherung. Naja, eben nicht, ne? Weil es nur bis 6.000 Euro geht. Das heißt, ihr bezahlt in dem Fall 4.000 Euro und die Krankenversicherung nur 6.000 Euro. Auch besser ist gar nichts, aber zum Beispiel schwerer Herzfehler, Operation, Organspende und so weiter und so fort, kostet 100.000 Euro. Ah, 100.000 Euro. Na, was machst du? In dem Fall bezahlt die Krankenversicherung nur 6.000 Euro und ihr den Rest. Das heißt, 94.000 Euro bezahlt ihr und 6.000 Euro die Krankenversicherung, die staatliche. Also auch nicht so pralle. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, und zwar die Krankenversicherung bezahlt einzelne Leistungen nicht. Zum Beispiel Gips, das bezahlen sie nicht. Wenn ihr eine Blutkonserve braucht, also Bluttransfusion, bezahlt die Krankenversicherung auch nicht. Irgendwie Krücken, bezahlt die Krankenversicherung auch nicht. Und so weiter und so fort. Also Kleinigkeiten, die sind gelistet in der Krankenversicherung, das wird von der Krankenversicherung nicht übernommen. Ach, ja, ne. Der vierte Punkt ist zum Beispiel Medizin. Also, auch wenn es auf Rezept ist, müsst ihr trotzdem Geld bezahlen. Also, ja, nicht wie in Deutschland, ne, dass die Krankenversicherung zumeist die Medizin übernimmt, wenn es auf Rezept ist. In Japan ist jede Medizin, ja, zu bezahlen. Der vierte Punkt, na gut, das hat ja nichts mehr mit der Krankenversicherung zu tun. Das ist zum Beispiel, ja, die Arztbesuche hier in Japan. Ach, Japaner können einfach kein Englisch. Das heißt, wenn ihr als Ausländer hier in Japan krank werdet, huhuhu, wird's kompliziert. Wenn ihr japanische Freunde habt, dann müsst ihr vielleicht mit einem Freund also ins Krankenhaus gehen. Ja, das ist der Punkt. Ansonsten, wie gesagt, die staatliche Krankenversicherung ist nicht so pralle. Es gibt private Krankenversicherung hier in Japan. Auch sie bezahlen nicht alles, muss ich sagen. Ach ja, so sieht's aus. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellen sie mir ruhig. Ich habe jetzt Zeit. Moment, ich muss hier was auf die Kamera klicken, weil, ja, jetzt sehe ich euch wieder. Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellen sie mir. Bleibt gesund, damit ihr nicht auch so im Bett landet wie ich. Und ja, lernt fleißig Japanisch
Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt mir. Ich habe Zeit, also kann ich sie auch beantworten. Ich werde das Video, glaube ich, roh hochladen. Ja, ohne Großschnitt. Einfach Ende bisschen wegschnippeln und Anfang ein bisschen wegschnippeln, wenn ich da, wo ich da ein bisschen auf der Kamera rumtippe. Auf der Kamera, ich meine auf meinem Handy. Ja, also wie gesagt, bis bald. Ciao.